Erstmals seit 13 Jahren ist in London wieder eine Ausstellung zu sehen, die sich auf Francis Bacon konzentriert. Der Mensch und das Tier in der Royal Academy. Ab Samstag zeigt das Haus Bilder des gebürtigen Iren, bei denen die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmt. Ein zentrales Thema für den Künstler. Bacon war während seines ganzen Lebens, seiner gesamten Karriere, fasziniert von Tieren, aber auch vom Animalistischen in uns Menschen. Er hatte den Eindruck, dass unser zivilisiertes Verhalten, unsere Manieren und unser Umgang nur eine bröcklige Fassade war für unsere im Prinzip tierischen Instinkte, die wir auch als Menschen haben. Bacon ließ sich auch von Tierfotografien und Safaris in Südafrika inspirieren. Seine Bilder gehören zu den teuersten der Welt und sind nicht einfach zu bekommen. Die Auswahl der Werke Bacons, die wir sehen, ist gut und zeigt viele verschiedene Phasen seines Lebens und einige Bilder, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, und ich habe schon viele Werke Bacons gesehen. Es ist toll, auch Dinge zu sehen, die man normalerweise nicht sieht, wie Leihgaben aus den USA. Die Ausstellung in der Royal Academy of Arts in London dauert bis zum 17. April.